Der BVB im Herbst 2019. Von den euphorischen Titelhoffnungen ist momentan wenig übrig geblieben. Ergebniskrise, ein schwarz-gelber Durchhänger. In der Liga abgerutscht auf Platz 8 und vor dem Spitzenspiel gegen Borussia Mönchengladbach daher mit deutlicher Zielsetzung. Ja, das ist klar. Wir wollen unbedingt gegen Gladbach gewinnen. Und weil wir wissen, wie Sie sagen, wir haben 2-3 Unentschieden gemacht. Die letzte Meisterschaftsspiel war Unentschieden. Drei. Dazwischen haben wir in Slavia gewonnen, wo es sehr, sehr wichtig war. Aber trotzdem, wir wollen auch in der Meisterschaft da sein, das ist klar. Und wir wissen, wir wollen unbedingt gewinnen, das ist klar. Drei Bundesliga-Unentschieden in Folge. Dreimal eine Führung verspielt. Anspruch und Wirklichkeit gehen immer weiter auseinander. Ein Prozess, den man nach der Länderspielpause schnell stoppen will. Ich hoffe, dass wir jetzt auch die Pause für uns, auch jeder Einzelne genutzt hat, um den Akku wieder aufzuladen und dann einfach hier am Samstag eine gute Leistung im Stadion zu zeigen. Die Gründe kennen wir, wir haben ja schon x-mal erörtert, wir haben zu viele Gegentore bekommen etc. Das müssen wir deutlich besser machen, aber eben auch guten Fußball spielen, jeder Einzelne vorweggehen. Dann glaube ich, haben wir eine gute Wahrscheinlichkeit, dass wir das Spiel erfolgreich bestreiten werden. Der Trainer wird da sogar noch deutlicher. Ungewöhnlich für Lucien Favre. Wir haben unnötige Tore gekriegt. Das ist klar und das ist schade. Es fehlt dann, wenn ich die letzte Konzentration, die letzte 15% und es macht der Unterschied nachher. Es liegt dann nicht viel, gewinnen oder unentschieden. Es liegt dann nicht viel. Und wir müssen diese Prozent bringen, unbedingt. Der Herbstdurchhänger der Dortmunder. Eine Ergebniskrise, die man mit einem Sieg gegen Gladbach zumindest vorerst beenden könnte.